Ja, liebe Gärerinnen und Gärer, wir feiern, oder dieses Wochenende wird gefeiert, ein Fest, es nennt sich 20 Jahre Demokratie. Und in Stuttgart erleben wir gerade, wie die Demokratie eine schwere Prüfung erlebt. In Stuttgart demonstrieren Menschen, die noch nie demonstriert haben. Menschen, die noch nie Kontakt mit der Polizei hatten. Und diese Menschen, diese Bürgerinnen und Bürger, Normalmenschen, wie man so sagt, erleben das erste Mal, dass in den Zeitungen nicht die Wahrheit steht. Da steht in den Zeitungen, es wären Steine geflogen. Diese Pressemitteilung wurde von der Polizei verbreitet. Und diese Pressemitteilung wurde zurückgezogen. Aber wann? Genau nachdem der Druckschluss, das Druckende der Zeitung war, nach Redaktionsschluss. Damit die Redakteure keine Chance mehr hatten, diese Fehlmeldung zurückzuziehen. Damit wird Stimmung gemacht. Gegen Demonstranten, gegen Menschen, die sich gegen Verschwendung wehren. Es wird gesagt, der Prozess der Erfindung des Bahnhofes, der Planung wäre demokratisch gewesen. Das ist nicht ganz korrekt. Es gab ein Bürgerbegehren, das wurde per Gericht untersagt. Es gab den Vorschlag, einen Volksentscheid zu machen. Der Bürgermeister vor der Wahl hat versprochen, dies zu machen, dies durchzuführen. Daraufhin hat man leichtgläubigerweise, muss ich sagen, die Vorbereitung beendet. Und als man dann nach der Wahl feststellte, der Bürgermeister hält nicht Wort, hat die Stadtverwaltung sich hingestellt und gesagt, jo, jetzt sind aber die Fristen vorbei, ihr seid zu spät, ihr habt jetzt Pech gehabt. Und so wird man betrogen, so wird hingestellt, man hätte demokratisch mit parlamentarischen Mehrheiten diesen Bahnhofsbeschluss durchgesetzt. Und dann melden Schüler eine Demo an. Und es ist das erste Mal, dass eine genehmigte Demonstration niedergeprügelt wurde. Schüler laufen durch einen Park bei einer genehmigten Demonstration und die Polizei setzt Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Stuttgarter Krankenhäuser waren überfüllt. Über 400 Verletzte, sagen die Demonstranten, bei der Polizei waren es nur 100. Ich glaube, man braucht nur die Sanitäter fragen und die Rettungsdienste, dann kennt man die Zahlen. Das macht keiner. Und gerade die Regierung in Berlin macht es nicht. Und wenn sich Frau Merkel heute hinstellt und ihr Bedauern ausdrückt über die Nichtfriedlichkeit der Demonstration, dann ist es Heuchelei. Denn die Demonstration ist nicht friedlich verlaufen, weil die Demonstranten zu Gewalt gegriffen haben, sondern sie ist nicht friedlich verlaufen, weil die Polizei in einen Einsatz geschickt wurde mit mangelhafter Vorbereitung und mit übermäßiger Härte. Und dafür trägt die Regierung die Verantwortung und nicht die Demonstranten. Und sich jetzt hinzustellen und zu behaupten, die Demonstranten hätten die Gewalt ausgelöst, ist genauso eine Lüge, wie wir heute im Bundestag uns Lügen anhören mussten. Im Bundestag haben CDU und FDP erklärt, sie könnten zu den Vorgängen in Stuttgart nichts sagen, sie wüssten nichts, wir müssten erstmal eine unabhängige Untersuchung einberufen, weil sie ja keine Informationen hätten, denen man vertrauen könnte. Und haben daraufhin eine Debatte über die Vorgänge in Stuttgart gestern Abend abgelehnt. Und dieselbe Regierung hat uns, anderen Abgeordneten, am Mittwoch erklärt, wir sollten uns nicht darüber beschweren, dass es Geheimverträge mit der Atomlobby gibt, wir hätten sie doch in der Presse lesen können. Also, wir messen mit zweierlei Maß, die Regierung hat keinerlei Informationen, wenn sie, ich sage es ganz offen, Sauereien durchzieht und wenn wir Informationen wollen, dann sollen wir sie aus der Zeitung nehmen. Jetzt möchte ich aber nochmal sagen, warum ist Stuttgart 21 überall? Mit dem neuen Winterfahrplan wird in Leipzig die Zugfolge nach Berlin halbiert. Das bedeutet, die Stadt Gera, die eh schon keinen Fernverkehr mehr hat, wird dann nur noch zweistündlich einen Anschluss in Leipzig finden, der nach Berlin weiterführt. Das heißt, die Verkehrsverbindung wird weiterhin verschlechtert. Für Ostthüringen bräuchten wir die Mitteldeutschland-Verbindung. Die 50 Millionen liegen seit Jahren auf Eis. Sie werden nicht kommen. Die Elektrifizierung der Strecke ist in weite Ferne gerutscht, weil alle Gelder, die wir dafür brauchen und einsetzen könnten, werden in zwei Prestigeobjekte verbaut. Das eine erstreckt sich über Tunnel durch den Thüringer Wald und über lange Brücken durch die Täler Sachsen-Anhalts. Und das zweite ist in Stuttgart. Und sämtliche Investitionssummen, die die Bundesbahn zur Verfügung hat, gehen drauf, um diese Prestigeobjekte zu finanzieren. Es bleibt kein Geld mehr übrig für die Mitteldeutschland-Verbindung, es bleibt kein Geld mehr übrig für Nebenstrecken und die Deutsche Bahn zieht sich aus der Fläche zurück, vernachlässigt die Aufgabe und nimmt den Menschen die Chance, in ihrer Stadt sich zu entwickeln, dass sich Industrieansiedlung ansiedeln, dass Arbeitsplätze entstehen. Dagegen muss man protestieren, und zwar nicht nur in Stuttgart, sondern auch hier. Und wenn wir in Stuttgart heute den Ruf wieder hören, wir sind das Volk, dann ist das eine Begleitung, wie es diese Regierung sich nicht vorgestellt hat, aber die braucht sie. Diese Regierung ist arrogant,
Und ich sage es auch ganz deutlich, diese Regierung ist korrupt. Sie ist gekauft von Interessen von Baufirmen und sie ist arrogant verhaftet. Und was mit arroganten und käuflichen Regierungen passiert, das wissen wir. Und wenn selbst ein CDU-Abgeordneter aus Leipzig sagt, er fühlt sich an Leipzig vor 20 Jahren erinnert, dann müssen die Zustände in Stuttgart schon sehr weit sein. Und was keiner weiß, gestern haben in Hamburg 16.000 Menschen eine Menschenkette gebildet gegen die unsoziale Politik des Hamburger Senates. 16.000 Bürger sind auf die Straße gegangen. Es brennt langsam an allen Ecken dieses Landes. Und ich hoffe, dass wir unseren Widerstand verstärken. Denn wenn wir Stuttgart 21 abschaffen, wenn es geschafft wird, dieses Projekt zu stoppen, dann besteht eine Chance, dass auch in dieser Region endlich wieder in der Fläche investiert wird, in Schienenverbindungen, in Züge und auch in Industrie. Und deswegen rufe ich euch alle auf, euch an den Protesten zu beteiligen. Unterstützen wir die Stuttgarter in ihrem Kampf gegen eine Regierung, die das Gefühl für das Volk verloren hat und nur noch für sich selbst existiert. Danke.